Hallo YouTube, hier ist er wieder, ganz auf entspannt, euer Diego in Polen. Ja, ich habe mir den Hof so ein bisschen auf Deutsch getrimmt und Maschinen habe ich auch überwiegend deutsche. Man muss halt gucken, was man so bekommt und man bekommt natürlich auch Unterstützung, ja. Sehr, sehr tolle Unterstützung von euch. Zum Beispiel von Cetor, ja. Dieses geile Pferd, ja, der baut hier solche schönen Sachen für mich. Ne? Habe ich noch nicht hier, Textur habe ich noch nicht angepasst, weil ich muss das erstmal hinstellen, erstmal ausprobieren. Ja? Aber es geht hervorragend. Es ist ein reines Heu- und Strohlager. Ich habe auch extra den großen Anhänger getestet hier. Der ist ein bisschen oversized. Den werden wir im Laufe des Let's Plays nochmal tauschen. Da war auch ein anderer Anhänger dabei. Die Presse hat er sich auch nochmal rangenommen. Die hat aber im weitesten Sinne der liebe Privat für mich vorbereitet. Und die diversen Deutze, die sind ja vom Lukas, ne? Ja, in diesem Let's Play habe ich, glaube ich, Lukas Deutsch. Wenn ich einen vergessen habe, bitte melden. Das soll jetzt kein Tadel sein, sondern einfach nur Paddeligkeit vom Diego. Ne? Wir müssen zum Händler. Wir haben hier ein bisschen zu kämpfen. Wir hatten ein Feld gekauft. Und da war ein Teil des Ackerlandes unterhalb der Wasserplane. Haha, ja, genauso habe ich auch geguckt. Das musste ich gerade mal eben reparieren. Das hat ziemlich lange gedauert, weil war ziemlich böse. Und in dem Zuge habe ich diesen Acker hier auch umgeflücht. Da war ja eigentlich eine Wiese, aber diese Wiese hatte die falsche Textur. Und deswegen habe ich sie auch gleich in dem Zuge mit diesem... Ja, gibt es eine Mod, die diverse Grubber halt zu Flügen macht. Und da ich eh das ganze Feld hinten flügen musste, weil... Ich muss das Terrain ja anheben und dann ist nicht mehr mit Frucht hier, Dings hier. Wie nennt man das denn? Ah. Ein bisschen spät gebremst, Verkehr habe ich ausgeschaltet. Ist ein bisschen viel Verkehr hier. Ein bisschen fix auch unterwegs. Gut, die fahren in Polen so, ich weiß das. Ich war ja auch in Polen schon gewesen. War mir aber hier too much. Ich bin ja hier oft gemütlich. Ne? Wir wollen uns ja nicht stressen. Ist ja ganz gechillt, ne? Ich zumindest, wie es euch geht, weiß ich nicht. Ihr habt wahrscheinlich jetzt wieder Stehhaare. So, ah, Diego! Ja, ey, kannst dich ändern. Nee, soweit ist alles vorbereitet, ist alles. Wir können jetzt anfangen. Ne? Wir können jetzt anfangen. Wir machen hier so diverse Spielereien. Oh, Gott sei Dank, da steht das Kramszeug. Wir machen mal... Ah, wäre natürlich nice, wenn ich den Anhänger auch gleich mitnehmen könnte, den Dünger. Ach, der hat aber einen Lowy, oder? Der hängt schon so weit unten. Der sieht schon wieder so low aus hier. Brauche ich eigentlich die Minimap, wenn ich hier zu Hause bin? Nee, ne? Eben beim Felder suchen war die Minimap extrem wichtig. So, kommen Sie mal ran hier. Ja, auch der Amazone-Düngerstreuer ist ja eine Leihgabe quasi. Ich habe ihn von Peter bekommen, aber der Peter hat ihn, glaube ich, nicht gebaut. Aber er war, glaube ich, auch nicht ganz unbeteiligt. Das heißt gebaut, ist ja konvertiert. So, wir brauchen das Palettengeibelchen. Deswegen bin ich aber eigentlich gar nicht unbedingt hier, sondern ich wollte... Oh. Wie hatten wir denn unseren Frontlader justiert? Hm? Gar nicht, oder was? Ja gut, das ist... ich hatte es ja schon mal erzählt. Ich hatte... wir hatten damals einen Nachbarn, der war ziemlich pfiffig. Der hatte an dem Deutz-Ostling-Frontlader... Hatte der auch sowas hier dran gebastelt, ne? Hatte der, da wo der Ausklinkmechanismus war, wirklich original hier so ein Zylinder auch eingebaut. Und dann musste man hier hinten immer umschalten, ne? Weil der hatte, natürlich wollte er kein neues Steuergerät, das heißt natürlich, er wollte kein neues Steuergerät einbauen. Da hat er einfach eine von den Leitungen genommen, vor dem Ventil natürlich, hat dann drei Wegeventile eingebaut und dann konnte man umschalten. Entweder ging dann der hintere Möppel oder vorne der Möppel, ne? Das Problem ist halt, wie bei diesem Trecker auch, man muss halt, also der richtet die Gabel nicht automatisch aus. Man muss das von Hand immer schön passend im Winkel dabei justieren. Ne? Da kriegt man auch schon mal ganz schnell
Anfälle, ich zumindest. Aber trotzdem, wir brauchen das Ding, weil der Deutz, der hat leider einen Ausklinkfrontlader und damit Paletten stapeln ist noch unschöner, ja, um das mal dezent zu formulieren. So, jetzt hole ich mal das Gewicht, weil ich wollte eben die Kreiselegge mit der Sämaschine dranhängen und hat er gesagt, ja, das kannst du ruhig machen. Aber dann wohnen die Vorderräder nicht mehr auf dem Fußboden, ne? Dann gucken wir mal, ne? Dann habe ich gesagt, oh, alles klar. Guck ich mal nach einem Gewicht. Und wenn das noch nicht reicht, dann nehme ich eine große Schippe voll Dreck mit. So. Lass mich doch hier von so einem Spiel nicht produzieren, ey. Sollen wir es mal in der Innenansicht wagen, YouTube? Ich bin mir nicht so sicher. Ich hätte schon mit Aquaplaning auf der Stirn stehen. Paletten sind aber auch extrem unschön, ne? Also diese Palettenwelt von Giants, die ist noch nicht final, würde ich sagen. Ja, wenn man vorher meckert, geht's. Der ist auch leicht auf Hinterhand. So, komm jetzt, Susanne. Nein, ich werde ihm jetzt kein Gewicht leihen, nur weil du hier meinst, du müsstest nicht und so, genau. Kriege ich denn wohl den Düngerstreuer auch gleich mit? Ich meine den Kalkstreuer. Ja doch, ich brauche den Kalkstreuer. Mit Kalk und Dünger weiß ich noch nicht genau, wie ich es mache. Saatgut habe ich mir überlegt. Oh. Passt das nicht? Oh, man kann. Ich habe diese Mod drin. Man kann sogar seitlich gucken, aber ich weiß die Taste jetzt nicht. Ey, das ist eine geile Mod. Irgendwas mit Easy. Ich weiß gar nicht mehr genau, aber das ist ja mal extrem, extrem toll, das Ding. Macht aber auch extrem viele Log-Einträge. Jetzt nichts Böses, Warnings, ne? Der zeigt einmal so, was so Warning-technisch möglich ist. Ich glaube, da ist jedes Warning dabei. Ich weiß nicht, warum das so ist. Das Spiel möchte das wahrscheinlich nicht, oder was? Oh, komm, jetzt lass doch, mach doch aus. Susanne, mach aus. So ist fein. Dass ich immer erst völlig ausrasten muss, ne? Schlimm. So, weiter geht's. Wir sind hier schon wieder im extrem Chill-Modus. Wir müssen für diese 45-Grad-Winkel, da brauche ich entweder einen anderen Joystick oder ich muss dem nochmal zusätzlich Handgas geben oder sowas. Obwohl, mir fällt gerade ein, dann brauche ich ja vorwärts und rückwärts Handgas, ne? Ist ja nicht so schön. So, wie sieht's denn aus? Wenn ich ihn nicht eben noch so hart gelenkt hätte. Alter, wie nennen wir denn dieses Video? Katastrophe? Jetzt geht's los. Ich weiß auch nicht mehr. Oh. Natürlich, diese Palette ist schwerer als die andere Palette eben. Was willst du denn jetzt von mir, Spiel? Jetzt mach hin und bummel nicht. Das sollte eigentlich nur eine kleine Nebensequenz sein und keine Jahresaufgabe. Au. Mal gucken, wenn wir das ein bisschen näher ranholen, das Zeug. Also die ersten Säcke wären jetzt schon unten. Es sei denn, es ist mit Stretchfolie eingewickelt. Sieht aber nicht so aus, wie mit Stretchfolie eingewickelt. Das ging eben... mach mal die Kamera auf. Genau. Eiferpitch. Was machen wir denn hier Schönes? Ach, ich bin auch unter die Palette gefahren. Ah, ja, das gibt jetzt Spaß beim Abladen. Na gut, Spaß wollen wir auch haben, ne? Haben wir gesagt, ne? Spaß ist ja Inclu hier auf der Map. Deswegen machen wir das hier. Wir wollen ja Spaß haben. Oh, bitte. Aber ich glaube, die Palette fällt eh nicht runter. Also eine echte Palette, wenn man den äußeren Riegel da nicht mit erwischt, dann fällt die ja um. Ich glaube, die Paletten fallen nicht um. Das wollte Giants uns dann doch nicht antun, ne? Was ja gar nicht geht, ist Multiplayer-Palettenstapel, ne? So, komm. Ja, ich weiß, du möchtest die 45-Grad-Winkel nicht so. Da musst du jetzt aber durch. Oh, dieses Nachjustieren, ne? Ey, wir haben bei unseren neuen Gabelstaplern haben wir sogar eine Anzeige, in welchem Winkel die Gabel stehen. Ja, und dann... Oh, kommst du nach Hause... Was ist denn jetzt hier? Komm. Oh, die werden immer schwerer, die Paletten. Warum werden die denn immer schwerer? Jetzt hat er's. Ich
könnte das Frontgewicht abhängen, dann ist der, glaube ich, nicht mehr böse mit mir, oder? Was meint ihr, YouTube? Wir können auch einfach fahren wie ein Wildschwein. Das kann ich eh am besten. Ah, das war knapp. Ja, es war nah dran. Wir müssen erst... Oh. Jetzt habe ich jetzt mit Ballett verloren. Uiuiui. Oh ja. Ja, genau. Slide mal in Richtung Schlepper. Das ist genau richtig so. Kipp du mal ganz nach vorne. So, damit auch die ganzen runterfallen jetzt, die Säcke. Wir müssen da nochmal dran arbeiten, YouTube. Nehmen wir das eigentlich als Thumbnail? Sonst habe ich gleich wieder keins. Ist gleich wieder das Video zu Ende. Und dann habe ich wieder keins. Ach, mit der Gabel so quer da drin. Das ist genau mein Thumbnail. So, hier, bitteschön. Ab dafür. Jetzt muss ich es nur noch einfügen. Mache ich auch nicht immer, ne? Ich mache mal Thumbnails, aber manchmal benutze ich die gar nicht. Weiß ich auch nicht. So. Ah, es wird ja, es wird ja. Ist ganz gut, ne? Ich bin eh auf Diät. Ne? Eine Stunde mit dem Fendt, Frontlader, Paletten stapeln, nimmst den Kilo ab, ne? Ja gut. Wenn du einen Liter trinkst danach, ist das Kilo wieder drauf, aber... Junge, Junge, Junge. So, sind das eigentlich... Ich habe da gerade zwei so gelbe Latschen vorne gesehen. Ich denke, das sind doch nicht meine Zinken. Ja, doch, es waren die Zinken. So, wir fahren wieder auf gut Glück. Ach, kann man nicht meckern, ne? Glück hat da der Junge. Komm, ich knick doch schon ganz ein. Mehr knicken kann ich nicht. So, jetzt sei lieb. Heiland, 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 ey. So, ach. Ja, 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 ja. Da bin ich wohl irgendwo gegen gebumst. Jetzt müssen wir mal kurz neu sortieren. Da habe ich wohl ganz dezent den Zaun kaputt gefahren. Ich bin unter der Palette mal wieder. Glückwunsch, Diego. Das hast du richtig gut gemacht. Oh nee, oh, das will er auch nicht. Oh nee, und ja, ja, ist ja gut. Abgeworfen, das Pferdchen. Junge, 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 Junge. So, jetzt nochmal Attacke Vollgas hier. Ja, und jetzt beim Zurückfahren. Oh, vor allen Dingen. Stell nochmal hin. Voll die eine Zinke in den Holzflock reingerammt. Ei. So, jetzt aber. So, und jetzt nutzt doch mal deine. Hallo? Ah, geht doch. Wofür hast du sie denn, Diego? Hm? Wofür hast du extra eine Kamera? So fein. Hätte ich das sofort gemacht, wären wir jetzt schon fertig mit Aufladen. So, ich kipp auch freiwillig schon bis Maximum. Ja, guck. Hä? So echt so, als wenn die Paletten unterschiedlich schwer wären. Kann gar nicht sein, ne? Kamera. Irgendwo hängt er. Wo hängt er? Komm her. So. Kannst du noch ein bisschen weiter vor. Oh. Okay. Ne, war nur ein Versuch. Ja, und jetzt loslassen. Das wäre noch top. Muss ich also ganz ehrlich sagen, lange nicht mehr so reibungslos Paletten gestapelt. Ne? Normalerweise. Gibt das hier mindestens Schwerverletzte. Schädelbruch und alles, ne? So, jetzt müssen wir den erstmal angurten hier. Und gucken, ob wir den... Aber der hängt schon so weit unten. Ich glaube nicht, dass ich den mitnehmen kann. Fahr mal langsam, Susanne. Boah, und ich sehe gerade den Oberlenker, ne? Den muss ich, glaube ich, noch in meinen kleinen Deutz reinbauen. Wo ich das hier gerade so sehe. So, Gurte anbringen bitte. Das ist N, ne, oder? L eigentlich. L habe ich nicht. Ist doch N? Ne, N ist doch das Dach. Mach mal die Hilfe an ihr. Hat er nicht? Doch, hast du.
Hast du nicht? Hat der Standard-Anhänger keine Gurte? Nee. Der hat doch immer Gurte gehabt, oder? Hat der keine Gurte? Aber hat mir gerade auch keine Gurte angezeigt, ne? Oder bei mir überlagert sich wieder irgendwas. Ich habe so viele Mods im Ordner, dass die Steuerung permanent durcheinander kommt. Ich könnte wetten, das Ding hatte früher Spanngurte. Ich komme doch jetzt so nicht nach Hause mit dem Koffer. Das brauche ich ja gar nicht mal versuchen, brauche ich das ja nicht mal. Ich habe bestimmt die... Aber er müsste mir es ja trotzdem anzeigen, auch wenn ich jetzt die Taste mal wieder überschrieben habe. Oh. Ah. Oh! Ah, komm, wir fahren ein bisschen ordentlicher, ne? Wir haben eh über Minute. Oh, sag mal, sind die Paletten schon am Rutschen? So, jetzt fahren wir gerade dran und dann ist auch gut hier. Ja, das ist natürlich super, dass ich den direkt mitnehmen kann hier. Wow, eine Fahrt gespart. YouTube. So. Ja, und dann im nächsten Video tun oder sehen tun, ne? Muss mal gucken. Bis dahin weiß ich wahrscheinlich auch, wo die Spanngurte so rumliegen. Vielleicht habe ich auch keine mitgenommen. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. YouTube. In diesem Sinne. Habt euch lieb.